Hallo Internet, ich will mit euch heute mal über Fehlschläge und Erwartungshaltung in der Street Photography sprechen. Street Photography ist für mich Spielwiese, Bolzplatz, Übungsfeld. Ich kann mich ja unglaublich gut austoben. Ich will nicht sagen, dass Street mein Fokus ist. Dafür mache ich es, glaube ich, auch zu wenig. Für mich ist es aber immer einfach schön, da zu üben. Ich kann da rausgehen, ich kann neue Lichtstimmungen entdecken, ich kann interessante Menschen irgendwie sehen, ich kann was ausprobieren, ich kann neue Techniken ausprobieren. Das macht einfach Spaß und ich übe da unglaublich gern auf der Straße tatsächlich. Das ist super für meine Reportagen zum Beispiel, weil ich dann unglaublich viele Lichtsituationen gesehen habe und ich weiß, was ich aus den Lichtsituationen dann im Zweifelsfall machen kann, weil ich es auf der Straße schon mal üben konnte. Es ist ja ein bisschen so wie im Sport oder in der Musik. Nur durch Übung wird man besser. Und in der Fotografie ist es so, ich kann nicht jeden Tag Reportagen fotografieren. Street ist aber das, was am nächsten rankommt. Storytelling spielt eine große Rolle, aber eben auch die ganzen technischen Aspekte rund um die Fotografie. Und ich bin auch ehrlich, Street macht auch Spaß und entspannt mich einfach ein Stück weit. Ich kann rausgehen, ich kann mich treiben lassen, ich kann mich irgendwo in einen Café setzen, gemütlichen Kaffee trinken und einfach die Leute anschauen, die vorbeigehen, ohne es zu fotografieren und einfach auch mal den Kopf abschalten und muss nicht in meinem Studio hier sitzen. Street war für mich aber bisher auch immer mit Reisen verbunden. Ich war in New York, Paris, ich war in Israel, ich war auf Kuba, zuletzt war ich in Nizza. Street Photography und Reisen geht für mich wirklich Hand in Hand. Ich mache beides immer gerne auch zusammen, weil neue Orte inspirieren einen auch immer unglaublich. Und in New York und auf Kuba kann man natürlich ganz tolle Street Photography machen. Man kann das aber auch hier in Deutschland machen. Ich bin davon überzeugt, ich könnte das auch in Stuttgart machen. Ich bin aber zugegebenermaßen letzten Winter in leichtes Motivationstief gefallen. Der Pandemie-Blues hat mich voll erwischt und ich war fotografisch irgendwie voll unzufrieden mit allem, was ich gemacht habe. Ich habe nicht viel gemacht, das war das eine Problem und alles das, was ich gemacht habe, hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ich dachte dann, Street ist ja die Lösung, da kann ich immer üben, da kann ich entspannen, aber ich muss ja Street in Stuttgart machen, ich kann ja nicht weit reisen. Und in Stuttgart kann man keine Street Photography machen, war so mein Gedanke. Und ich habe dann immer weiter Ausreden gesucht. Wetter blöd, Stuttgart blöd, mit der S-Bahn hinfahren blöd, alles blöd. Das Interessante an der Sache ist aber, ich habe gleichzeitig andere motiviert, rauszugehen und Street Photography zu machen, während ich selber nur daheim rumgesessen bin. Und ich glaube nicht mal unbedingt, dass es sehr widersprüchlich ist, weil die gleiche Motivationsrede hätte ich mir nur geben müssen, einfach rauszugehen und es einfach zu machen und eben keine Ausreden zu suchen. Mir ist es dann tatsächlich nur sehr langsam aufgefallen, dass wenn ich hier hinten auf der Couch sitze, keine gute Street Photography passieren wird. Und ständig nur darüber zu schimpfen, in Stuttgart kann man keine Street Photography machen, wird auch nicht helfen, in Stuttgart endlich die Street Photography Motive zu finden. Und man muss auch dazu sagen, zu Street Photography gehört auch eine Portion Glück. Glück ist aber auch was, was man hin und wieder mal erzwingen muss, weil auf der Couch wird mir kein Street-Motiv vor die Linse laufen. Das passiert nur, wenn ich auch dort bin, wo die Street-Motive sind. Ich habe mich also dazu motiviert oder gezwungen, rauszugehen nach Stuttgart. Ich habe mich in die S-Bahn gesetzt, ich bin 45 Minuten nach Stuttgart reingefahren, bei Wind und Wetter. Vor allem im Winter war das zum Teil übel und grenzwertig. Ich bin bei Schneeregen da rumgelaufen, ich bin in der Kälte rumgelaufen. Einmal hat es so sehr geregnet, dass meine kompletten Klamotten wirklich bis auf die Unterwäsche am Ende nass waren. Und trotzdem bin ich jede Woche nach Stuttgart gegangen. Und ich habe mich wirklich dadurch gequält, anders kann man es nicht sagen. Und nach vielen Wochen war ich endlich so weit, dass nichts rauskam. Mir ist kein Bild gelungen. Das war alles komplett für die Tonne. Das war wirklich schlimm. Und das Problem ist nicht, dass es in Stuttgart nicht geht. Es geht auch in Stuttgart Street Photography zu machen. Das Problem war ich selber. Ich bin mit dem falschen Mindset hin. Ich bin mit dem falschen Auge hin. Ich wollte gar keine Motive sehen. Ich habe das einfach nur erwartet, dass die Motive sich mir plötzlich offenbaren. Und so ist es nun mal nicht in der Street Photography. Man muss die Motive suchen. Man muss sie sich auch erarbeiten. Man muss mit dem richtigen Kopf dorthin gehen. Man muss aber auch dazu sagen, Street Photography ist immer auch ein Glücksspiel. Es gibt auch einfach Tage, an denen mal nichts dabei rauskommt. Und das ist okay so. Gerade in der Street Photography ist es wirklich okay, wenn auch mal nichts dabei rauskommt. Und nachdem ich wirklich über Wochen hinweg jede Woche dorthin gegangen bin, hatte ich einen Tag, an dem endlich mal ein Bild rauskam, mit dem ich einigermaßen zufrieden war. Das Bild ist nicht super, aber ich habe zum ersten Mal gemerkt, guck mal,
hier ist doch was drin in Stuttgart. Hier kann ich vielleicht doch Bilder machen. Und das eine Bild hat mir sogar einigermaßen gefallen. Ich habe es dann ganz fröhlich direkt von der Kamera dem Jochen Müller geschickt und gesagt, ah, guck mal, geht wohl doch in Stuttgart einigermaßen Bilder zu machen. Er hat mir dann entsprechend ein Smiley zurückgeschrieben und mich, sagen wir mal, doch motiviert auch weiterzumachen. Wenn ihr übrigens viel über Street Photography hören wollt, schaut gerne mal bei Jochen im Kanal vorbei. Der macht da sehr gute Sachen dazu, hat auch ein gutes Buch dazu geschrieben. Nach dem einen Bild hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, es geht. Ich bin dann weiter nach Stuttgart gegangen. Ich habe gemerkt, es geht eben doch auch in Stuttgart. Und ich habe mich weiter dazu gezwungen, jede Woche einmal nach Stuttgart zu gehen und dort eine Weile Street Photography zu machen. Eine Stunde, zwei, drei, vier, mal einen kompletten Tag, wenn es sein musste. Dann habe ich auch noch andere Sachen in Stuttgart gemacht. Aber ich hatte immer eine Kamera dabei. Ich war immer auf der Suche nach Motiven. Und ich dachte mir, irgendwann wird der Knoten einfach mal platzen und es kommen wieder Bilder dabei raus. Und warum es dann geklappt hat, ist, weil ich besser vorbereitet nach Stuttgart gegangen bin. Das heißt, nicht mit einer besseren Kamera oder anderen Objektiven, sondern hier oben einfach besser vorbereitet war. Ich hatte einen Trigger im Kopf. Ich wusste, nach was ich tatsächlich suche. Ich wusste, welche Motive ich haben will. Ich war ein paar Mal dann in Stuttgart. Ich wusste, an welchen Ecken ist das Licht gut, wo sind die interessanten Menschen unterwegs und wo gibt es die Motive, die mich tatsächlich interessieren. Und das kann für jeden was anderes sein. Für mich sind es zum Beispiel Farben gewesen. Ich habe mich einfach auf einzelne Farben eingeschossen. Rot, Grün, Blau, Gelb, irgendwas. Ich habe nur nach der einen Farbe Ausschau gehalten und die fotografiert. Und dann hat dieses Jagen nach dem Motiv auch wirklich Spaß gemacht und mich wirklich motiviert, auch wenn nichts dabei rauskam. Der Weg ist dann das Ziel. Nach ein paar Wochen bin ich dann endlich mal mit einem Ergebnis heimgekommen, wo mir wirklich ein gutes Dutzend Bilder gefallen hat. Wo ich wirklich sagen konnte, wow, das sind coole Bilder. Die sind nicht preisverdächtig. Die werden nicht in der Ausstellung hängen, sehr wahrscheinlich. Die Bilder waren aber so, dass ich sagen konnte, hey, die kann ich zeigen. Das macht Spaß. Die Bilder sind irgendwie cool, die haben irgendwas Greifbares und ich bin echt happy mit denen. Und damit war für mich dann dieser Knoten endlich geplatzt. Ich konnte in Stuttgart Street Photography machen und ich konnte mit Ergebnissen heimkommen, die mir auch tatsächlich gefallen haben. Ich war seitdem noch oft in Stuttgart, ich war auch noch oft an anderen Orten mittlerweile, ich war noch in Nizza und ich habe da sicherlich bessere Bilder gemacht, also in Stuttgart und in Nizza. Ich will euch heute aber ganz bewusst nicht die besseren Bilder zeigen, sondern die Bilder von dem Tag, an dem eben der Knoten geplatzt ist, wo ich gemerkt habe, yep, das sind Bilder, jetzt bin ich happy, ich bin wieder angekommen, ich bin wieder auf einem gewissen Niveau meiner Übung, meiner fotografischen Übung in der Street Photography angekommen, um das auch eben in Stuttgart hinzukriegen. Ich will euch jetzt also genau die Bilder zeigen und ihr dürft mal überlegen, was mein Trigger im Kopf war, warum ich die Bilder gemacht habe. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da, was sind eure Trigger in der Street Photography? Wonach haltet ihr Ausschau? Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst und dann sehen wir uns im nächsten Video. Catch me howling at the moon.